In der Konfiguration der Angebotsart im Bereich Alternative Mehr- und Minderleistung stehen Ihnen die Gruppeneinstellungen der Bereich Kopftext, Auskalkulation, Preislistenposition, freie Eingabe, Textergänzung und Fußtext zur Verfügung. Berücksichtigen Sie bitte, dass der Bereich Alternative Mehr- und Minderleistung gedanklich hinter dem Angebotspreis kommt und letztendlich identisch zum Bereich Mehr-Minderleistungen gedacht ist, lediglich hier mit der Maßgabe, dass diese Ausweisungen hinterm Gesamtpreis stehen und mehr oder weniger die Überschrift tragen, die Sie hier sinnigerweise im Kopftext entsprechend hinterlegen können. Wir wissen nicht, lieber Herr Kunde, ob du das wirklich kaufen wirst. Wir wollen dir aber schon mal mitteilen, was es kosten würde. Die klassische Geschichte für die Ausweisung von Wünschen, die der Interessent hat, die für ihn aber in der Regel nicht finanzierbar sind oder die er sich wirklich nur informativ gewünscht hat. Beachten Sie bitte, dass dieser Bereich nur dann aktiv ist, wenn irgendeiner der Inhalte wirklich auf änderbar gestellt ist. Dies gilt natürlich für alle anderen Varianten ebenfalls. In der Gruppeneinstellung können Sie als allererstes festlegen, mit was für einem Titel dieser Bereich innerhalb des Angebotsprogramms Ihren Verkäufern angeboten wird. Das ist das gleiche wie bei Angebotspreis, Rabatte, Leistungs- und Eigenleistungspakete, Mehr-Minderleistung, Detaillierung und Angebotskopf. Sie können hier ebenfalls für sämtliche Inhalte des Bereiches Mehr- und Minderleistung einstellen, ob eine Rundung ausgeführt werden soll und ob diese entsprechend auf volle Währungseinheiten, volle 10 Währungseinheiten oder volle Währungseinheit ohne Nachkommastelle geht. Sie haben ebenso die Möglichkeit, die Funktion Beschreibung unterdrücken entsprechend anzuklicken, die dies entsprechend auslöst. Der Kopftext ermöglicht Ihnen hier wieder die allgemeine Beschreibung. Beachten Sie, dass Sie das automatische Füllen bei Erstellung und die Änderbarkeit anklicken können. Automatisches Füllen sollten Sie immer dann aktiv haben, wenn Sie innerhalb des Textes hier Variablen verwenden. Änderbar bedeutet, dass die Verkäufer hier die Möglichkeit haben, diesen Text im Angebot individuell anzupassen. Der Bereich Auskalkulation ermöglicht Ihnen die Steuerung automatisches Füllen und Änderbar. Änderbar bedeutet, es besteht die Möglichkeit, auf alternative Mehr- und Minderleistungen aus der Batch-Kalkulation des jeweiligen Hauses zurückzugreifen. Automatisches Füllen würde bedeuten, dass alle die, die über die Batch-Kalkulation entsprechend berechnet worden sind, hier automatisch Bestandteil eines jeden Angebotes sind. Außerdem haben Sie ebenso die Option zu sagen, Nullpreise eingeben und können für die Bildausrichtung festlegen, ob diese rechtsbündig, linksbündig oder zentriert erfolgen soll und die entsprechende Bildbreite definieren. Berücksichtigen Sie bitte, dass die Bildausweisung voraussetzt, dass eben für diese Mehr- und Minderleistung aus der Kalkulation auch Bilder in den entsprechenden Angebotstexten zur Verfügung stehen. Nur eine Steuerung der Bildausrichtung führt nicht automatisch zum Auftauchen von Bildern. Im Bereich Preislistenposition gilt das Gleiche. Auch hier können Sie sagen, automatisches Füllen und Änderbar. Änderbar heißt, der Bereich Preislistenposition steht in dieser Sektion Alternative Mehr- und Minderleistung zur Verfügung. Das automatische Füllen bei Erstellung ist eher theoretischer Natur, weil es würde dazu führen, dass sämtliche möglichen Ausführungen hier alternativ standardmäßig angeboten werden. Auch hier das Preis 0 eingeben kann aktiviert und deaktiviert werden. Für die Textausgabe können Sie konfigurieren, ob Kurz- und Langtext oder Kurz- oder Langtext. Und auch hier kann die Bildausrichtung mit rechtsbündig, linksbündig, zentriert und der entsprechenden Bildbreite definiert werden. Wieder unter der Voraussetzung, dass die Preislistenpositionen, die aus der Kalkulation eingelesen sind, über entsprechende Bilder verfügen. Die freie Eingabe könnte auch hier automatisch zur Verfügung stehen. Das heißt also, hier könnte der Verkäufer, wenn änderbar entsprechend angeklickt ist, automatisches Füllen führt hier nicht zu einer Veränderung, innerhalb des Bereiches Alternative Mehr- und Minderleistung unter der Gruppenüberschrift, die Sie hier eingeben können, per Hand erfassen, Angebotsbeschreibung, die Menge und den Preis für Artikel, für Ausführungen, die es in der Kalkulation eben nicht gibt. Sie haben ebenso die Möglichkeit, mit Textergänzung und mit dem Fußtext zu arbeiten. Beim Fußtext haben Sie das automatische Füllen, die Änderbarkeit und die Preis-Null-Funktion, die Sie anklicken können. Bei Text ergänzen, automatisches Füllen und die Änderbarkeit. Automatisches Füllen bitte wieder dann aktivieren, wenn Variablen verwendet werden. Warum beide Varianten? Über den Fußtext könnten zum Beispiel feste Texte für alternative Mehr- und Minderleistung am Fuße der Gruppe Alternative Mehr- und Minderleistung definiert werden, bei denen Sie wollen, dass diese genauso in jedem Angebot stehen. Dann könnten Sie dies hier tun, die Änderbarkeit eben nicht zur Verfügung stellen, könnten Ihren Verkäufern aber über das Freischalten
Inhalten, der Textergänzungen die Möglichkeit bieten, vor dem Fußtext im Bereich Alternative Mehr- und Minderleistung entsprechende individuelle Texte zu ergänzen.